So. Oh, jetzt kommt er hier mit so ein paar Schützen angedackelt. Der General geht mal hier in die Stadt. Du gehst eins hoch, du auch. Ah, dich kann ich auch noch modernisieren. Cool. So, jetzt muss ich mal gucken. Ja, ich kümmere mich mal um den, um den hier. So, bam. Den kann ich zumindest ein bisschen anhitten. Oh ne, ich habe ihn sogar kaputt gemacht. Das ist cool. Hier ist noch ein Schütze fertig. Der marschiert gleich mal in die Richtung. So, und jetzt versuche ich mal dieses eine Boot, das hier oben noch ist, hops zu nehmen. Denn irgendwo ist von dem Schacker hier noch ein Boot, glaube ich. Und hier ist noch ein Handelsweg. Den plündern wir mal schnell. So. Ach, da oben mit dem Schiff hat er das gemacht. Nein. Ja, den können wir zumindest hier mal ein bisschen in Schach halten. So, du bleibst mal da. Du auch. Ja, du gehst mal hier rüber jetzt. So. Als nächstes ist dann die Stadt hier dran. Die brauchen wir eigentlich auch nicht. Die Kohle, die kriegt dann auch Ulundi direkt. Und das hier. Weiß ich noch nicht. Wäre mir halt lieber, wenn das Ding an der Küste wäre. Deswegen könnte ich es eventuell abreißen und dann später hier noch eine Stadt bauen. Damit wir zumindest die Silberressource haben. Ja. Aber eins nach dem anderen. Ja, okay. Eine Nation, die ihren Boden zerstört. Jawohl, wie du meinst. Jetzt haut aber hier ein paar Schützen raus noch. Hat ihm irgendjemand Geld geschenkt oder was? Und zurück. Ich glaube, der dürfte mich da nicht angreifen können, oder? Ja, warte, ich gehe nochmal lieber eins zurück weiter. So, jetzt geht's hier aber erstmal in die nächste Runde. Du beschießt den mal. Bam. Du. Ah, das hier ist flaches Gebiet, also machen wir mal das. Du heilst dich mal. Du gehst hier hoch. So, jetzt müssen wir mal hier ein bisschen vorrücken. Warte mal, hatte diese. Ne, das ist keine von diesen besonderen Einheiten. Mit der Spezialfähigkeit. Halt 50 Schaden. Halt 50 Schaden, oder doch? Doch, halt 50 Schaden beim Töten einer Einheit. Ja, dann machen wir den weg. Und dann sind wir wieder voll. Ja, so geil ist das. Mit diesen osmanischen Einheiten. Da hätte ich echt viel mehr bauen müssen. Ich hatte nicht gewusst, dass diese Verbesserung oder diese Eigenschaft der Einheiten quasi weitervererbt wird in die nächste Generation. Das kann echt noch verdammt, verdammt mächtig werden. So, jetzt wäre der kaputt. Da kann der schon hinschießen, deswegen marschieren wir mal hier in den Dschungel rein.
Du kannst dich hier mal kurz aufheilen. Du baust hier ein Sägewerk. Entermannschaft. Das machen wir mal. Aber ich glaube, nächste Runde macht er mich dann kaputt. Deswegen ziehe ich mich mal lieber kurz zurück. So. Und hier ist noch eine Karawane. Achso, aber der hat die noch nicht losgeschickt. So, dafür mache ich jetzt hier oben dich platt, Junge. So, du, Boat, machst Pause. Dann gehst du mal hier hin. Hier ist noch ein Schütze, der heilt sich kurz. Du gehst hier durch. Gehst dahin. Beziehungsweise mal hinter den. Gehst eins vor. Du rückst da auf. So, und dann marschieren wir mal weiter nach Bulawayo. Und dann kann man eigentlich auch schon direkt auf Ulundi marschieren. Wobei ich glaube, ich Shaka werde ich komplett vernichten. Da werde ich keine zwei Städte übrig lassen. Wobei wir uns Jörg natürlich auch noch irgendwann holen werden wegen Sri Prada. Und hier, ja. Ja, mal gucken, wir können natürlich auch total evil spielen, ja. Und alles vernichten. So, was haben wir denn hier alles? Okay. Wir sind keine Freunde mehr mit Mombasa. Ist mir relativ egal. Ich möchte eigentlich nur meine Verbündeten halten. Ja, und die Stadt hier wird ja sowieso zerstört. Naja, kannst ja so lange ein bisschen Wohlstand machen, aber du produzierst mir eh nichts. Von daher ist mir das mal relativ Wurst. Und wir haben den Louvre errichtet. Dann können wir nämlich auch ein bisschen Tourismus generieren zur Abwehr. Die Schaukel von Jean-Honoré Fragonard, Fragonard, wie auch immer. Ich hatte nie Französisch. So, jetzt schaue ich mal hier. Halt, wo sind denn unsere Werke da? Was brauche ich denn? Mit zwei großen Kunstwerken und zwei Artefakten. Ach, okay. Wobei alle vier aus verschiedenen Zeitaltern. Ja, okay, Artefakte müssen wir erst noch ausbuddeln. Aber das soll erstmal reichen. Du wurdest befördert. Kommst du mal die Beförderung? So, mal gucken. Hier kann der überall hinschießen. Bam. Rückst du mal da hoch. Du gehst auf den Hügel. So, und jetzt hole ich mir dich gleich. Schaka. General oder Admiral bleibt mal in der Nähe. Der Schütze ist auch fertig, super. Du gehst eins dahin, beziehungsweise du kannst dahin gehen. Du rückst auf. General geht mal davor. Du kannst mal hier bleiben. Du auch. Du auch. Du auch. Du heilst noch kurz. Sondern können wir nächste Runde eigentlich weiterrücken. Weiter vorrücken. Und hier haben wir doch noch eine Karawane. Aber nee, das ist zu gefährlich hier.
Da werden wir dann eventuell geschnetzelt. So. Und weiter. Schon wieder ein General? Kann doch nicht sein, ey. So. Dann würde ich sagen, legen wir jetzt los. Ziehen den Belagerungsring. So, der kann den mal attackieren. Oh, der hat mir jetzt viel, übelst viel Damage gemacht. Wo ist er denn jetzt hingegangen mit seinem Schiff? Hä? Kann sich doch nicht an mir vorbeigedrückt haben. Ist er da oben? Wo bist du hingegangen, Junge? Ich finde dich. So, die Kanone. Die geht hier hin. Der geht einen vor. Der General rückt nach. Der geht dahin. So, der kommt dann dorthin. Der Schütze geht dahin. So, Byzanz und Russland, Freundschaftserklärung. Da ist Frieden. Keltenreich ist mit Hanoi verbündet. Hanoi hat Katharina den Krieg erklärt. Sofia. Ja, das stört mich gar nicht. Oh, und wir haben Aluminium. Und wir haben schon wieder einen Inquisitor. Ja, den hätte ich jetzt eigentlich nicht mehr gebraucht. Das muss ich jetzt ändern. Der soll mal wieder... Großer Prophet ist billiger wie ein Missionar? What the fuck? Na gut. Von mir aus. Und nächste Runde. Und geht irgendjemand drauf? Nein. Und wir können eine neue Politik auch noch einführen. Der hat auf den da geschossen. Ziemlich dämlich eigentlich. So. Okay. Dann beginnen wir jetzt mal mit der Belagerung. Bumm. Und bam. Und bam. Ja, wie ist gerade da hoch? Weiß man schon gar nicht mehr, wo man seine Einheiten hinziehen soll. Also grundsätzlich finde ich ja eine Einheit pro Feld nicht so übel, muss ich sagen. Macht halt viel mehr Spaß, was das Taktische angeht. Andererseits wünscht man sich dann auch manchmal, dass man ein paar Einheiten stapeln kann. Ich finde dann so das System von Galactic Civilizations nicht schlecht, wo man quasi logistisch oder Logistiktechnologie erfordern kann und dann quasi mit der Zeit immer mehr Einheiten stapeln kann. Natürlich gibt es irgendwann ein Maximum, aber ich finde, das ist so ein ganz guter Kompromiss irgendwie. Könnte man sich auch mal für das nächste Civilization überlegen. So, was mache ich jetzt mit dem Inquisitor? Den könnte ich mir einfach mal aufheben, glaube ich. Den stelle ich mal hier vor die Stadt. Warte mal, und hier habe ich ja noch irgendwie so einen Künstler. Ach, wunderbar. Dann schafft doch gleich mal ein großes Werk. Das hatten wir schon mal hier. George Gower, im letzten Teil, glaube ich. So, du... Ah, hallo. Willst du mich angreifen?
Kannst es gerne versuchen. El Cid, kommt mal hier hin. Und wir können noch eine Politik einführen. Das ist die Frage, mache ich das hier? Erfahrung ist nicht schlecht, aber das hier ist eigentlich geiler. Ja, ich glaube, ich mache erstmal das. Das hilft mir auch im Moment gerade weiter. Disziplin, also 15% mehr Kampfstärke für Nahkampfeinheiten, wenn sich auf dem benachbarten Geländefeld eine weitere Militäreinheit befindet. Also das gibt dann so einen, ja, einen Nachbarbonus, nenne ich es mal. Und dann möchte ich hier hin. Das gibt dann wieder Zufriedenheit für Garnisonsstädte. Und das hier ist natürlich auch nicht schlecht. Ja. So. Und wir können unsere Abgeordneten einsetzen. Die möchten Byzanz, ein Embargo. Das ist mir wurscht. Ich würde gerne Weltreligion Islam verabschieden. Nicht, dass ich das, dass das jetzt durchkommt, aber man kann es ja mal versuchen. Okay. Nächste Runde müsste die Stadt eigentlich fallen. Schauen, er schießt schon wieder auf die Einheit, das ist echt dumm. So, hier ist ein Frachter. Wo schicken wir die denn hin? Was bringt mir die meiste Kohle? Istanbul, Adrianopel. Aber das haben wir schon. Ankara, Adrianopel. Ja, schön, dass du schon in Ankara stehst. Dann auf nach Adrianopel. Es gibt schön viel Kohle. So, und jetzt. Achtung. Bam. Bam. Ach halt, du bekommst erst noch eine Beförderung. Bam. Bam. Rein. What? 10 Zufriedenheit? Wofür das denn? Wie haben wir das denn jetzt gekriegt? Warte, da muss ich mal reingucken. Ah, da ist ein Zoo drin und eine Moschee. Und ein Kolosseum ist auch schon da. Hm. Die Kohle ist natürlich auch nicht schlecht. Aber eigentlich brauche ich die Stadt nicht. Ich glaube, ich werde sie trotzdem abfackeln. Brenne! Ah, die Stadt hier ist jetzt schon weg. Das hat sich schon erledigt. Sehr gut, und dann waren es nur noch zwei. So, du wirst hier erstmal hart vom MG unter Feuer genommen. Warte, du gehst hier, da kann er nicht hinschießen, dann gehst du gleich mal dahin. Lass mal hier vorrücken. So, das Schiff haben wir jetzt zerstört. Dann gehen wir hierhin zurück. Der Christoph Kolumbus. Und der hier. Ja, geht es mal dahin. Ist ja zu Wurst. Und hier ist noch eine Kanone fertig geworden. Sehr gut. Und hier nochmal ein Schütze. So, und dann. Oh, wie mache ich das denn jetzt logistisch? Du gehst mal dahin. Wir warten alle mal eine Runde, bis sich das hier alles geregelt hat. El Cid kann mal hier hinfahren. Ah, du kannst schon mal dahin.
Das passt. Du machst nix. So, schön. Hier muss ich jetzt trotzdem was produzieren, glaube ich, dann in Bulawayo. Oh, hier haben wir jetzt Prora. 48 Runden. Das ist ein bisschen viel. Du kannst mal eine Burg bauen.